Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Dennis spielt das. Wir befinden uns hier auf der Strecke Hamburg-Lübeck und ich habe mir gedacht, ich habe mal mein eigenes Szenario erstellt, beziehungsweise ja wirklich mein eigenes Szenario erstellt. Jetzt nicht irgendwie Sandbox oder so, sondern wirklich im Szenario Creators Club. Szenarioentwickler habe ich mein eigenes Szenario erstellt und habe mir gedacht, wir fahren das heute mal. Ich habe auch ein bisschen KI-Verkehr eingebaut, der uns auch entgegenkommen wird. Ich hoffe, das klappt alles so. Wie gesagt, es ist Premiere, das ist mein erstes Mal, dass ich ein Szenario selber erstellt habe. Ich habe sogar original den ICE 803 gewählt, der ja wirklich von Hamburg nach Berlin fährt. In unserem Fall natürlich nur bis Lübeck, aufgrund mangels der Strecke. Und ja, ich habe mir gedacht, wir machen das einfach mal, gucken, ob es klappt, probieren wir es. Ihr seid dabei bei der Premiere, mein erstes eigenes zusammengestelltes oder selbst erstelltes Szenario. Ja, würde sagen, wir machen mir ein kleines Foto. Und ihr sagt wahrscheinlich zu Recht, wahrscheinlich schon wieder ICE 1. Ja, hatten wir im letzten Mal auch. Ich weiß, aber der ICE 803 ist nun mal ein ICE 1. Ich habe das selber recherchiert und ja, würde sagen, wir beginnen damit, diesen Zug zu in Bewegung zu setzen. Ich habe die Türen geöffnet, der ist aufgerüstet. Route brauchen wir in dem Fall nicht zu legen, weil, wie gesagt, erstes eigenes Szenario. Türen sind geöffnet. Das hätten wir eigentlich nicht gebraucht, aber ich habe es mal getan. Vorne dran im ja, Klimaschutz oder klimaneutral Repaint und hinten dran ganz normal unsere Wagen. Und ich würde sagen, hier steht auch noch, ihr seht es ja, ICE3, den habe ich dort noch geparkt. Der hat auch gleich Ausfahrt. Also der KI-Verkehr hat wirklich Ausfahrt. Der steht hier nicht nur zur Zierde, sondern der hat wirklich Ausfahrt. Uns wird KI-Verkehr entgegenkommen, wenn alles gut läuft. Wenn es schlecht läuft, wird es eine Katastrophe geben. Aber hoffen wir das mal nicht. Ja, ich würde sagen, los geht's. Wir verlassen den Fotomodus und steigen ein. Wir haben nämlich Ausfahrt. Wir sollten uns schon ziemlich an den Fahrplan halten hier. Deswegen machen wir das Ganze jetzt hier mal ein wenig beschleunigt, dass wir die Türen schließen und dann auch Ausfahrt haben. So. So, Türen sind geschlossen, das heißt, wir können aufschalten. Als erstes natürlich mal Farbunterlüfter und dann schauen wir uns das Ganze mal von draußen an, würde ich sagen. Auf geht's! Befreien. Das heißt, wir können auch weiter. Oh ne, 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 40. Nach wie vor 40. Wunderschön, wunderschön. So, nach wie vor 40. Warum stehen wir denn jetzt? Jetzt los. Zeigen haben wir noch nicht gehabt. Das ist, warum bleiben wir denn stehen? Was ist das jetzt? Sind das denn wieder für neue Fehler hier? Nicht verstehen, oder? Das war jetzt da der Fehler. Komm. Ach, Leute. Was war jetzt da das Problem? Verstehe ich nicht.
So, nach wie vor 40. So, ich hoffe, das klappt alles so, wie ich das vorhabe. Jetzt befreien. Zugbeeinflussung. Gleichzeitig wieder Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Beeinflussung. Zugbeeinflussung. Wunderschön, wunderschön. Warum bitte denn jetzt schneller? Befreien. Wunderschön, wunderschön. Vorsichtig. Not. So, da steht schon mal einer. Ich bin echt gespannt, ob uns da was mit dem KI-Verkehr soweit klappt. Mal schauen. So, gleich 120. Ja, so langsam kommen wir dann auf Geschwindigkeit. Also hier die korrekte Anzahl, die korrekte Geschwindigkeit zu erwischen, ist echt nicht einfach. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja. Wunderbar. Ich bin echt gespannt, wann uns der erste KI-Zug entgegenkommt.
hat es mal auf Anhieb geklappt. Also wie gesagt, das ist hier bei dem ICE1 mit der AFB-Geschwindigkeit einstellen nicht ganz so einfach. Da braucht man schon ein bisschen das Fingerspitzengefühl, um das Ganze da korrekt einzustellen. Das ist bei anderen Zügen doch einfacher, aber ja, trotzdem ist der schön. Wenn ich versuche, bei diesem Spiel wirklich so nah wie möglich an der Realität zu sein, deswegen auch die Zugdienste, die es wirklich gibt, da wir gerade von Zugdienst sprechen. Das ist der Güterzug, den ich selber dahingestellt habe. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Da konnte ich aufgrund der Länge nur den nehmen. Ich wollte eigentlich die 185 nehmen, aber der war zu lang für den Bahnhof. Und deswegen habe ich dann die 187 genommen, weil der da genau hinpasst. Also der hat schon mal funktioniert. Das ist schon mal sehr gut. So, dann müsste uns immer noch ein EC noch entgegenkommen. Ein ICE3 müsste auch, der müsste auch eigentlich schon losgefahren sein in Hamburg. Also das klappt auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Da habe ich doch nicht ganz so viel falsch gemacht. Was noch so kommt. Und vor allem, das Schönste ist ja, wenn du dir selber im Szenarioentwickler so ein Szenario baust, sag ich mal, kannst du ja auf alles zugreifen. Du kannst, also wenn du dieses alles erlaubt aktivierst, dann kannst du wirklich auf alles zugreifen. Du kannst dir deine Zugverbände, alle die du hast, auch Lackierung, alle Repaints, alles, kannst du die selber da als KI-Fahrzeug dann nehmen. Du musst nur halt dann den Haken da wegnehmen, wo steht, wird vom Spieler kontrolliert. Da den Haken wegnehmen, dann ist das ein KI-Zug und da kannst du wirklich auf alles zugreifen. Und das ist wirklich das Schöne, dass du da ja auch so deine Fantasie freien Lauf lassen kannst und das macht die ganze Sache einfacher. Das kannst du ja in der Sandbox so halt oder wenn du das halt im Fahrplanmodus halt so ja, aktivierst. Da kannst du halt nicht wirklich beeinflussen, was hier entgegenkommt an KI-Verkehr. Das ist ja mehr oder weniger Zufall. Hier kannst du das aber beeinflussen. Und ja, ich finde das schön, wenn dir da mal so ein EC oder so entgegenkommt. Alles an Zugverbänden, die du dir im Zugverbandseditor halt so ja, zusammengestellt hast, kommt dir dann entgegen, weil du das dann ausgewählt hast. Und ich finde das eine Riesensache. Es ist wirklich mega. Also du kannst ja wirklich KI-Fahrzeuge ohne Ende praktisch fahren lassen, stehen lassen, entgegenkommen, zu einer späteren Zeit losfahren, vor dir losfahren. Also das ist wirklich wunderbar. Und ich habe das jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal gemacht, habe mich da so ein bisschen rangewagt. Das ist Premiere für mich, ihr seid dabei und ja, schauen wir mal, ob das ganze Ding so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Also ein KI-Fahrzeug, das von mir dort hingestellt wurde, haben wir schon gesehen. Das war der Güterzug mit der Baureihe 187 als Zugpferd. Und ja, wie gesagt, EC habe ich noch hingestellt, NRE habe ich noch eingebaut, ICE3 habe ich noch eingebaut, solche Dinge.
So, gleich 130, aber nur für einen kurzen Moment, wie ihr seht. Dann dürfen wir schon wieder 140, was jetzt auch nicht wirklich schnell ist für den Zug hier, aber ja, ist nochmal so halt auf der Strecke. Ich habe übrigens auch die Originalzeit genommen, wann der ICE 803 in Hamburg losfahren würde oder losfährt. 14:35 Uhr. Fährt er da los? So, wir sollten es dann doch mal langsam eben kurz 100, 130. Nicht, dass wir Ärger mit der PZB bekommen. Und dann dürfen wir gleich 160, das ist ja schon mal was. Steht ja immer noch, weil da habe ich dir gesagt, wann der losfahren soll. Ich glaube, 15 Uhr war das dann. Tut sich hier irgendwas? Da sind wir. Wie gesagt, es ist Premiere für mich und ich bin da noch nicht alles hundertprozentig läuft. Verzeiht es mir ein bisschen. Ach, seht mal, was ich. Fällt mir jetzt das auf. Wir sollen wieder nach Hamburg zurückfahren. Wieder nach Lübeck? Was zum? Okay, Pendlerzug. Okay, ich glaube, das machen wir heute nicht alles. So ein bisschen zu viel ist gut. Okay, 85, das ist also 80. So, wo sind wir denn hier? Ach, der Heide.
gespannt, wie das Ganze ankommt, wie das Ganze wird. Da jetzt noch KI-Verkehr kommt oder nicht. Moment sind wir noch ein bisschen ziemlich alleine. Wie gesagt, ich hoffe, dass das alles so geklappt hat. So, das ist ziemlich viel Fahrgastandrang, also Wahnsinn, in diese Zeit. Was haben wir heute? 23. März 2024. Gute zwei Wochen noch, dann geht's los für mich nach Dresden Hauptbahnhof. Ich freue mich wie irre. So, also wie gesagt, ihr könnt es dann selber bewerten und selber mal unter die Kommentare schreiben, dann beziehungsweise ihr könnt unter die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet, was ich vielleicht noch verbessern kann, sollte. Ich weiß, es ist mit Sicherheit noch nicht hundertprozentig, aber ja, Anfang übermacht den Meister und aller Anfang ist schwer. Von daher hoffe ich, dass ihr nicht allzu sehr enttäuscht seid, wenn jetzt vielleicht nicht so der riesen KI-Verkehr hier ist. Aber ja, ich habe es wenigstens versucht. Ich kann euch gerne später noch zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Und dann könnt ihr mir ja gerne schreiben, was ich eventuell noch verbessern sollte, wie ich eventuelle Fehler vermeide und. Wäre ich euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir da irgendwie helfen könnt. Aber wir sind ja noch nicht am Ende der Fahrt. Vielleicht kommt da ja noch was. Das, was ich in das Szenario eingebaut habe. Wäre auf jeden Fall sehr schön. Dann weiß ich wenigstens, dass es geklappt hat. So, Gegengleis ist auf jeden Fall rot. Normalerweise ein Zeichen dafür, dass da gleich was kommt.
glaube, das nennt man Vorführeffekt. Wenn es nicht so klappt, wie es soll beim Zeigen. Aber ja. Versuch macht klug. Niemand ist perfekt und Fehler passieren. Vielleicht ist mir ja auch in der ganzen Ausführung Fehler passiert. Das kann ja alles möglich sein. Auch das hier, das ist mit Sicherheit nicht unbedingt so, wie es sollte, dass wir hier dreimal hin und her fahren von Lübeck, also von Hamburg nach Lübeck, dann wieder von Lübeck nach Hamburg, dann wieder von Hamburg nach Lübeck, dann wieder zurück nach Hamburg. Das kann mit Sicherheit nicht richtig sein. Ach, von daher bin ich für Kritik offen, wenn ich da irgendwelche Fehler gemacht habe. Schreibt es gerne in die Kommentare. Nur so kann mir geholfen werden und nur so mache ich es besser und vermeide die Fehler beim nächsten Mal. Und wenn man dann ein vernünftiges Szenario hinbekommt im Kettenverkehr und, das wäre doch einfach nur mega. Steht ja immer noch. Warum auch immer. Naja, ich weiß es nicht. Hier steht gar nichts, obwohl ich da welche platziert habe. Muss ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstehen, aber ja. Auch was ich gelernt habe, man kann in der Karte keinen Sie verdrücken, wenn man in der Karte unterwegs ist. Sollte man tun, nichts dran denken, weil sonst hat man eine zwangsame Hinter. Da kommt was! Da kommt was! Den schauen wir uns jetzt gleich mal eben an. Was das ist. Den möchte ich gerne mal sehen. Irgendwas. Das sieht doch nach einem ICE aus, oder? Das sieht doch nach einem ICE aus. Ja, das sieht nach einem ICE aus. Eine ECE! ECE! Den ich, genau, den habe ich. Ja, es funktioniert, es funktioniert! Das ist der EC, den ich irgendwann mal im Zugverbandseditor zusammengestellt habe. Und genau der ist zu der Zeit losgefahren, wo ich das bestimmt habe. Da kommen wir gleich in Dings vorbei, in Ahrensfelder, oder wie das heißt. Ahrensburg, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, genau so soll es laufen. Also es klappt doch. Es klappt doch, dass das mit dem KI-Verkehr reinfällt, ist der losgefahren. Genau. Beziehungsweise über Rheinfeld fährt der, genau, da habe ich nämlich eine Halt hinzugefügt. Man kann das nämlich auch so machen, dass man dann die Halte hinzufügt, dass die da halten sollen, der KI-Verkehr. Ja, der fährt nach Hamburg. Perfekt, es funktioniert, wunderbar, klasse, das freut mich. Das freut mich, das bestätigt, dass ich alles richtig gemacht habe. Wunderschön, wunderschön, einfach nur geil, einfach nur mega geil, wunderschön. Ach, ich bin... Es ist wirklich, es freut einen, wenn man wirklich das zum ersten Mal macht und man macht dann alles richtig. Das ist einfach nur wunderschön. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin schwer auch begeistert. Ach, geil. Wunderschön, wunderschön. Sehr, sehr nice. Das freut mich, dass das geklappt hat. Ich glaube, den habe ich in Lübeck losfahren lassen, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht.
auf dem Weg nach Hamburg über Rheinfeld. Genau, ja, das weiß ich wieder. Den habe ich über, also in Lübeck habe ich den starten lassen und der soll in Rheinfeld halten. Also es ging nur Rheinfeld, weil der andere war zu kurz, weil der Bahnsteig zu kurz. Und der fährt dann nach Hamburg, genau, mit Halt in Rheinfeld. Wunderbar, klasse. Einfach nur geil. Ich gebe zu, man müsste oder ich sollte vielleicht noch ein bisschen mehr KI-Verkehr hier auf die Strecke bringen. Absolut, bin ich voll eurer Meinung. Nur man muss natürlich auch aufpassen, dass die sich dann nicht gegenseitig hinterher im Weg stehen. Das wäre nämlich alles andere als schön, wenn die dann nachher irgendwo am roten Signal stehen, weil die sich gegenseitig auffahren. Das wäre scheiße. Deswegen, man muss das so ein bisschen abwägen, dass man nicht zu viel macht, aber auch nicht zu wenig. Ja, also in meinem Fall könnte ich mit Sicherheit noch ein bisschen mehr hinzufügen. Absolut. Aber wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, was ich noch verbessern kann. Aber ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Das wäre mir schon mal sehr, sehr wichtig. Ich versuche immer irgendwie Neues reinzubringen, neue Experimente zu machen. Nicht immer stumpfsinnig von A nach B zu fahren, sondern wirklich mal das irgendwie ein bisschen interessanter zu machen, das Ganze. Und ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Wenn auch noch nicht hundertprozentig, gebe ich gerne zu, aber ich versuch's, ich bleibe dran und ja, um für euch das Ganze dann irgendwie ja, erträglich zu machen, beziehungsweise dann auch erlebniswert zu machen, so wollte ich sagen. Was auch so ein neues Wort, was ich erst seit YouTube-Zeiten verwende. Habe ich vorher nie verwendet, aber ja, YouTube ist wirklich. Man nennt so viel dazu, ist der Hammer. So, 7 Kilometer noch. Boah, ist das denn? Habt ihr das gesehen? Was ist das denn für ein Blitz? So, gleich 80, 90, sorry. War eigentlich schon mal runter auf 80, weil wir gleich garantiert quittieren müssen. Gehe ich mal ganz, ganz stark von aus. Gleich das Hauptsignal kommt zum Quittieren. Oder ich habe mich jetzt komplett vertan, das kann natürlich auch sein. Ist das denn hier so am Blitzen? Aber jetzt Gewitter ohne Regen oder? Jo, wir haben Gewitter ohne Regen. Wir haben nur Gewitter. Oh, nicht schlecht.
Das ist übrigens jetzt das Hauptsignal zum Quittieren. Ich habe es euch ja gesagt, dass das garantiert kommen wird. Bei solchen Geschwindigkeitsveränderungen nach unten hin ist das immer so. So, jetzt haben wir Gewitter ohne Regen, auch trockenes Gewitter genannt. Oh, 60, um Gottes Willen. Das sollten wir auch uns dahin bewegen, befreien. Aber das wird nur von kurzer Dauer sein. Weil wir haben ein gelbes Vorsignal, logischerweise. Bei einem Hauptbahnhof haben wir ja rot. Oder wir haben vor der Einfahrt noch rot. Das kann natürlich auch sein. Ich will hier nichts ausschließen. Ui, das ist doch mal was Schönes, oder? Gewitter am helllichten Tag, beziehungsweise ist ja nichts Ungewöhnliches, aber bei ohne Regen, das ist schon, zumindest hier im TSW, schon nicht unbedingt oft. Meistens regnet es dabei. Was steht denn da? Ein ICE3, den habe ich da hingestellt. Ha! Gleich mal schauen, wie ich das gemacht habe, wenn der da steht. So, und da wir ja gleich auf den Haltzeichen das Signal zufahren, nachdem wir das Gelbe passiert haben, müssen wir natürlich runter auf 40. Ordentlich am Gewittern. Holla, die Waldfee. So, da sind wir auch schon in Lübeck. Wunderbar. So, da wären wir. Wunderbar. Bisschen verbremst hier.
So, das hätten wir soweit geschafft. Also wir müssen uns jetzt normalerweise wieder zurück auf den anderen Führersitz, in den anderen Führerstand begeben und dann wieder zurück nach Lübeck fahren. Macht ja jetzt erstmal überhaupt keinen Sinn, würde ich sagen. Auf jeden Fall klappt das mit dem KI. Wir werden jetzt hier noch abwarten, bis wir dass hier die Zeit abgelaufen ist. Und dann werde ich euch gleich mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Und dann könnt ihr gerne eure Kommentare da drunter schreiben und mit dann sagen, was ich falsch mache, was ich besser hätte richtig oder was ich hätte richtig machen können. So, wie gesagt, wir sollen jetzt hier die Türen gleich schließen und dann sollen wir zurück auf den anderen Führerstand, in den anderen Führerstand begeben. Dann sollen wir gleich wieder zurück nach Lübeck fahren, was ja irgendwie an sich keinen Sinn macht. Ich wollte mal immer schauen, was war da jetzt? Kam da jetzt gerade jemand? Nee. Gut, da würde ich sagen, beenden wir das Ganze erstmal an dieser Stelle und dann zeige ich euch mal, wie ich das gemacht habe und was ich danach hätte vielleicht verändern können, verbessern können. So, also man geht da hier drauf, dann geht man hier hin, dann habe ich die Strecke genommen, beziehungsweise neu erstellen. Und ich habe den IC 803 genommen. Und dann zeige ich euch mal die ganzen Zugdienste. 401 DBE, 403, BR111, die hätte eigentlich auch noch irgendwo sein müssen. Kam irgendwie nicht, warum auch immer. Alles ist erlaubt, ihr seht's. In diesem Szenario ist alles erlaubt. 101 haben wir gesehen, mit dem EC 187 Güterzug haben wir gesehen. 406 haben wir nicht gesehen, glaube ich. Wie gesagt, das ist hier, den haben wir gefahren. Ihr seht ja hier mit dem Kopf, der ist dann vom Spieler kontrolliert und das waren alles KI-Züge. Also ich habe eingestellt ICE 622, Güterzug 20 habe ich jetzt einfach mal genommen. Das war die BR187, die wir da stehen gesehen haben. Den EC 19 haben wir auch gesehen, der kam uns in Form von der BR101 und den verschiedenen SBB-Wagen entgegen. Die 111 und 6 Dossus RE80 haben wir nicht gesehen und den ICE 801, den BR403-16 waren beladen. 14:45 Uhr haben wir nicht gesehen. Ja, ich weiß nicht. Ist so ein bisschen was schiefgelaufen, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall, so kann man das machen. Also man geht dann auf eine beliebige Strecke. Kann man sich ja hier aussuchen, alle, die man hat. Nehmen wir mal meinen Spessart. Oder nehmen wir es noch besser. Da ich in dem Anlass entsprechend. Nehmen wir mal. IC 2024. Beschreibung lassen wir mal 12 Uhr. Alles ist erlaubt. Spieler. Genau, bestätigen. Zurück. Müssen nochmal, ich habe einen Fehler gemacht. IC 2024. Dann weiter bearbeiten. Da kann man hier noch das Wetter und so weiter einstellen. Datum. Also es startet immer beim 1. Januar. Also wenn ihr da irgendwie was anderes haben wollt, müsst ihr das selber hier bearbeiten. Dynamisches Wetter bestätigen, bestätigen. So, dann A, um Zugdienst hinzuzufügen. Dann nehmen wir nochmal IC. So, Startzeit 12 Uhr, Dienstart Fahrgast, wird vom Spieler kontrolliert. Ja, so, dann können wir jetzt Dresden Hauptbahnhof wählen oder wir können auch woanders anfangen, zum Beispiel in Riesa Gleis 2, Startmarkierung, Riesa Dresden Hauptbahnhof. Fahrt bestätigen. Ja, wir können auch noch einen Stopp nehmen. Machen wir mal so, wir wollen ja ein bisschen halten. Ziel auswählen. Auf jeden Fall Dresden Hauptbahnhof Gleis 7. Da können wir jetzt Halte einfügen.
Glaubitz, München, Pristewitz und so weiter. Dresden Neustadt und Dresden Mitte. So, dann haben wir jetzt Halte. Genau, dann Zugdienst bestätigen. Und dann können wir uns noch ein Fahrzeug auswählen. Da es ja ein IC ist. Das klappt. Da können wir jetzt den EC25, den können wir nicht nehmen, der ist zu lang. Wir können auch einen offiziellen hier nehmen, das wäre aber langweilig. Also nehmen wir den EC25. Genau. Dann mit. Achso. IC25. Fahrplan will arbeiten. Wir können auch noch Stadtmarkierung. Achso, haben wir doch. Haben wir doch gemacht. Warum? Machen wir es nochmal. Wie gesagt, Gleis 2. Zack. Dann fahren wir noch über Dresden Mitte und Dresden Neustadt. So. Anweisungen bestätigen. Zugdienst bestätigen. Speichern und verlassen. So, dann können wir jetzt neue Zugdienst hinzufügen. Nehmen wir ICE 753, der fährt ja auch bis nach Dresden, jetzt nicht unbedingt von Riesa aus oder so, aber okay. Startzeit 12:05 Uhr. Wird nicht vom Spieler kontrolliert. Fahrgast, ja. Zack, der fährt wie gesagt auch in Riesa los. Können wir jetzt noch Gleis 6 nehmen? Startmarkierung. Über Nidderau oder Dresden-Altstadt? Ja, über Nidderau. Nidderau gleich im Gleis 5. Nee. Der fährt ins Triebwerk. Hält hier aber genau. So. Schubdienst bestätigen. Fahrzeug. Nehmen wir in diesem Fall mal ein ICE3. Den hat man ja noch nicht. So. Wagen. Speichern und verlassen. So, neuen Zugdienst hinzufügen. RE 80. Startzeit nehmen wir. Der fährt für uns los. Das wollte ich nicht. Der fährt vor uns los. 11:55 Uhr. Zack. Zack. Dann drücken wir wieder A. Der fährt los. Auch in Riesa, aber natürlich auf einem anderen Gleis, logischerweise. Neben Gleis 7 fährt er los. Startmarkierung. Der fährt über GW auf Goswig. Fahrt bestätigen. Zugziel bestätigen. Dann nehmen wir jetzt Fantasie. Dann nehmen wir die 111. IC-Ersatzzug. 15 Meter. Ein Wagen, nein. Wir nehmen 6 Dostos beladen. Bundesbahn beige-blau. Genau. Speichern und verlassen. So, neuen Zugdienst hinzufügen. GZ 30 22. Ich nehme jetzt einfach mal. Der fährt los 12 Uhr, ne, 11 Uhr 45. Das ist in dem Fall Güter. So. Dann drücken wir wieder A. Der fährt los in Ausziehgleis, genau. Startmarkierung. Ausziehgleis, Riesa Rangierbahn. Ja. Fahrt bestätigen. Zugziel bestätigen. Ja. Da nehmen wir jetzt den. Geht das? Ne, die sind alle. Ihr seht, die sind alle zu lang. Den können wir nicht nehmen. Aber wir können doch die Vectron nehmen, oder? Die sind auch zu lang. Ich kriege einen Hammer. Na, wir haben falschen Bahnhof gewählt. Das müsst ihr nämlich darauf achten. Das könnt ihr die Fahrzeuge nicht auswählen. Okay, nehmen wir den. Speichern und verlassen. So. Jetzt haben wir
Mit uns 4 Züge. Das sind alles KI-Züge. Machen wir noch einen dabei. Neuen Zugdienst hinzufügen. Dann nehmen wir noch einen Fernverkehrszug. Und zwar EC 20. Nee. ICE. Ne, gar nicht. Wir haben ja, ja genau, dann machen wir IC 87. Der fährt 12:05 Uhr los. Fahrgast wird nicht vom Spieler kontrolliert. Der fährt in Dresden Hauptbahnhof los. Gleis 7. Ziel hat der Riesa Gleis 3. Und der wird halten. Dresden Neustadt, Dresden Mitte. Und ausnahmsweise 137 Meter, puh, ganz schön lang. Wenig, meine ich, glaube jetzt. Nee, das reicht. Zugdienst bestätigen. Fahren wird das natürlich. Die gehen nicht, dann müssen wir Leerlokomotive, ne, 7 leer, 7 beladen. So. Regenbogen, Railjet, was nehmen wir denn da? ÖBB, Bundesbahn. Metropolitan Austria, SBB Collection, wie soll denn unsere 101 aussehen? T. Speichern und verlassen. Speichern und verlassen. So. Und so einfach geht das. So, stehen wir mit unserem IC 2024. Können das Ganze ja mal so ein bisschen starten, mal gucken, wie das jetzt so läuft. Auf jeden Fall müssen wir die ganze Kiste natürlich erstmal aufrüsten. Türen öffnen. Zuglichter ein. Störung, Störung. Zack. So. Das hätten wir. AFB noch. AFB, AFB, Sensor AFB. 40. So. Da steht unser IC 2024. So, da wir den Fahrplan haben, sollten wir losfahren. Schließvorgang eingeleitet. So, würde sagen, los geht's. Lösen die Bremse. Schalten langsam auf. Dann schauen wir mal, ob das jetzt klappt mit dem KI-Verkehr. So, warum der jetzt Dresden-Neustadt gewählt hat als Endpunkt, ist mir jetzt auch nicht ganz klar, aber ja, es ist halt so. Durchschnitt auf jeden Fall 80.
24. Wie gesagt, fahre jetzt ein kleines Stück, um nur zu gucken, ob das jetzt geklappt hat. Müsste ja auch der RE rumfahren, der Güterzug. Den haben wir, der müsste uns auch jemand entgegenkommen. Sagt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, sagt es mir bitte, weil nur so kann ich das besser machen beim nächsten Mal. Aber es kann ja jetzt auch nicht daran liegen, dass die 111 hier normalerweise nicht fährt, weil in dem Szenario ist ja alles erlaubt. Und dann stelle ich mir auch so vor, dass wir auch die Züge verwenden können, die hier normalerweise gar nicht fahren. Jedenfalls meine Definition von alles ist erlaubt. Er setzt sich aber in Bewegung zu der Zeit. Da setzt sich einer in Bewegung. Das könnte ein ICE sein. Das funktioniert auf jeden Fall. Dann funktioniert das doch so, wie man das einstellt. Da auch. Von Dresden aus. Perfekt, es funktioniert. Das meine ich, wenn man nicht schnell genug aus der Karte wieder raus ist, dann hat man ein Problem, aber ja. Wie gesagt, in der Karte kann man die Siefer nicht drücken.
aber es scheint auf jeden Fall zu funktionieren, weil die beiden Züge, die ich ja da hingesetzt habe, die haben sich genau zu der Zeit in Bewegung gesetzt. Sind jetzt auf dem Weg, auch nach Dresden bzw. Riesa. Einer fährt uns hinterher, der andere kommt uns entgegen. Bin gespannt, wie das endet. Vielleicht müssen wir sogar auf Seite fahren. Ich weiß es nicht, wer da jetzt die Prio hat. Kleines Foto davon. Ja, da fährt er. Wir sind hier. Ah, ist schon ein gutes Stück, dass wir da entfernt sind, aber das kann sich schnell ändern. Gerade der andere, der in Dresden losgefahren ist. War ja auch irgendwo. Ich hab gerade gesehen, da fährt er. Da ist er. Das könnte der der RE sein. So, gleich 60. Ganz schön Stoff und wir werden langsamer. Also, der ist schon auf den Fersen. Zugbeeinflussung. Gerade noch rechtzeitig. Sifa. Gerade noch rechtzeitig. Fast die 20 kassiert. Holla die Waldfee. Sifa.
Rot haben wir noch nicht, vorbeilassen brauchen wir noch nicht, aber wir fahren im Moment Sie 60. Vielleicht, weil es gleich eine Zugebotung gibt, das wäre natürlich mega. Okay, wir fahren aufs Gegengleis. So. Gar nicht mehr so weit entfernt. Da fährt der und da fahren wir. Und da ist der andere. Echt gespannt. Wird das alles klappen mit dem, dass wir uns hier nicht in die Karre fahren? Wir haben auf jeden Fall gleich wieder 60, weil wir wahrscheinlich wieder rüberfahren aufs eigene Gleis.
Unser Gleis hat auf jeden Fall rot. Sifa, Sifa. Als der andere. Gleich 170 Kilometer nach. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten und nächsten und Endhalt Dresden-Neustadt. Ursprünglich sollte der Zug bis Dresdner Hauptbahnhof fahren, aber aufgrund einer Stellwerksstörung können wir den Dresdner Hauptbahnhof diesmal nicht anfahren und somit endet unser Zug heute in Dresden-Neustadt auf Gleis 3. Wiederhole, aufgrund einer Stellwerksstörung wird unser Zug heute in Dresden-Neustadt auf Gleis 3 enden und nicht wie ursprünglich in Dresden Hauptbahnhof. Für Fahrgäste, die weiter bis nach Dresden Hauptbahnhof wollen, empfiehlt sich der SEV bzw. der Nahverkehr. Bitte achten Sie auch auf örtliche Lautsprecherdurchsagen. Wir bitten um Verständnis und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Oh, ich bin zu schnell, Gottes Willen. Da kommt Sifa. Sifa. Genau der Zug, den wir uns bestellt haben. Das habt ihr an den Wagen gesehen. Das war der IC. Oder auch EC genannt, wie auch immer. Das war der, der uns entgegenkam, ja. Sifa, Sifa, Sifa. 120.
das nur interessieren, weil der Zug hinter uns geblieben ist. Finde ich gerade irgendwie nicht wieder. Da! Der fährt jetzt weiter. Der hatte wahrscheinlich ein rotes Signal wegen uns. Schätze ich mal. Da kommt der, den wir gerade gesehen haben, der uns entgegenkam, genau. Ja. Das ist ein ICE. Doppeltraktion, ja. So, dann haben wir es gleich. Also es scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Man müsste nur noch mehr KI-Verkehr auf die Strecke bringen. 5 Züge sind vielleicht auch ein bisschen wenig. Also ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich das gemacht habe. Da könnt ihr das nachmachen, wenn ihr da Bock drauf habt. Es ist alles erlaubt, nur wie gesagt, es gibt wahrscheinlich doch ein paar Einschränkungen. Auf jeden Fall habe ich den RE nicht gesehen, den wir irgendwo mal da platziert haben, mit der BR111. Ob das wirklich daran liegt, weil er normalerweise auf der Strecke wahrscheinlich gar nicht fährt. Ich weiß es nicht. Andererseits steht ja da, alles ist erlaubt. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht wisst ihr da mehr. Könnt mich gerne aufklären. So, gleich 70. Und dann haben wir es gleich. So, das dürfte Dresden Mitte sein.
Wären wir in Neustadt. Wunderschön. Wunderschön, damit hätten wir das soweit erledigt. Wie gesagt, hier in Dresden-Neustadt ist dann Schluss mit dem Szenario, warum auch immer. Aber das ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie es geht. Jetzt KI-Verkehr macht sich auf jeden Fall auf den Weg, so wie man das dann auch vorher eingestellt hat. Die passen nicht ganz in den Bahnsteig, aber das ist eigentlich auch schon wieder egal. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende, bleibt mir treu. Nebenbei gesagt, habe ich soeben Premiere veröffentlicht von der Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Sorry, ich kann das nicht genug gut aussprechen. Falls euch das interessiert, schaut gerne mal rein. Das war auf jeden Fall unsere Fahrt mit dem IC 2024 aus dem Szenario Entwickler bzw. selbst gebaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.